Das gibt uns die Möglichkeit, das gibt uns die Möglichkeit, alle Gebäude wieder auszubauen. So. Und damit haben wir sogar noch einen Platz. Zwei Plätze sogar noch frei. Ja, natürlich, wir haben 6 Plätze freigekriegt und wir brauchten nur 4. So. Außerdem brauchen wir Party. So, durch den Abriss der Holzfäller ertrinken wir nicht mehr so sehr am Holz. Bisschen was verkaufen an Getreide. Wolle ist aber ein bisschen am Ausgehen. Verkauft jemand die, damit wir Reserven haben? Nein, niemand verkauft die rohen Stoffe. Huch. General Harold wurde scheinbar schon aufgedeckt, obwohl wir sein Gebiet noch nicht betreten dürfen. Interessant. Auf euren Befehl. Genau. Auf euren Befehl. Jetzt wollten wir eine weitere Party in Auftrag geben. Quicksave machen. Und ich will einfach kurz sehen, was bei der anderen Option passiert, was sie dann sagt. Denn das, die Spuren deuten definitiv auf Selbsterhängen, aber ich denke nicht, dass der Fall in diesem Punkt geschlossen sein kann trotzdem. Selbst wenn er sich selbst umgebracht hätte. Versuchen. Hals untersuchen. Schramm an seinen Händen. Wenn ihr mit selbst erhängt, versucht er instinktiv die Schlinge zu lösen. Dann fällt euer Blick auf den Hals. Waagerechte Strangmarken am Hals. Stehen normalerweise während des Erhängens. Also das ist normal. Er hat sie gehangen. Ah, okay, sie geht davon aus, dass... Okay, das ist nicht, wovon ich ausgehe. Ich gehe davon aus, dass jemand ihn zu Schweigen gebracht hat. Der Fall ist nicht geschlossen an dem Punkt. Sie geht davon aus, dass das Selbsterhängen ein Schuldgeständnis gewesen ist in der Situation. Und das glaube ich an dem Punkt nicht. Es ist zu üblich für Leute, die die relevante Information haben, sich angeblich selbst umzubringen auf derartige Art und Weise. Alternativ könnte man natürlich aber auch sagen, diese Tötung passt nicht in das Muster des Täters. Und dann kann man fragen, würde der Täter ihn dafür umbringen? Dass er Informationen hätte vielleicht. Ich gehe davon aus, dass ja. Der Täter sich nicht, dass der Täter hier aus seinem Muster ausbrechen musste. Aus Not. Denn der Bote war eigentlich ein Unschuldiger. Und ich denke nicht, dass der Bote, dass er selber die Briefe überbringt. Ansonsten wäre er zu angreifbar. Jemand anders hat ihn erwürgt. Wer ihn tötet, hat er auch die anderen erwürgt. Oder umgebracht. Wie gewünscht. Schon unterwegs. Außerdem, wer sich selbst umbringt... na gut, das könnte ein Schuldeingeständnis sein, aber generell gibt es keine Selbstmordnote. Auf euren Befehl. Kein Abschiedsbrief gewissermaßen, keine Erklärung. Und ein Serienmörder gibt immer eine Erklärung für alles, um sich zu rechtfertigen. Sheriff, ich muss euch berichten, dass der Gefangene sich in der Zelle selbst erhängt hat. Angeblich. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Schlafen die Wärter oder wie ist das zu erklären? Definitiv. Jemand, der Einfluss auf die Wärter hat, hat wahrscheinlich sichergestellt, dass er da reinkommt. Jemand muss Zugriff auf die Burg haben. Nicht wahr, Sheriff? Ich denke, somit ist der Fall wohl erledigt. Ich danke euch für die Dienste. Wer hätte gedacht, dass dieser feige Verbrecher sich seiner gerechten Strafe entziehen würde? Es ist noch nicht alles verloren, Sheriff. Vielleicht gibt es noch andere Spuren. Was wirst du über den Inhaftierten? Es könnte sich noch etwas ergeben. Ihr denkt, ihr könnt den Fall doch noch lösen? Alles, was mir zugetragen wurde, ist, dass der Mann ein Tagelöhner war und im örtlichen Obdachlosenheim gelebt haben soll. Doch ich bezweifle, dass ihr dort fündig werdet. Lass das ruhig mal meine Sorge sein. Das Obdachlosenheim. Schon wieder nutzt jemand die Schwestern für seine Zwecke aus. Ich werde ihm das Handwerk legen. Wie ihr wünscht. Interessant. Hier haben wir den Punkt. Das Obdachlosenheim. Da, wo die Hafenarbeiter rausgezogen wurden. Weswegen sie ihm so sehr dankbar waren. Wo bewahrt ihr eure Obdachlosen auf? Ich muss mich zum Obdachlosenheim begeben und nach Spuren suchen, bevor man sie verschwinden lässt.
Oh. Oh, die Hütte habe ich ja gar nicht gesehen gehabt. Sofort. Ei. Verstanden. Ei. Was auch möglich ist. Das Muster ist halt ein anderes als bisher. Dass die Hafenarbeiter sich gedacht haben, dass Jasper dahinter steckt und den deshalb umbringen wollten. Aufgrund ihrer Dankbarkeit. Die Möglichkeit besteht. Schnell speichern. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Huch. Ach, jetzt, die Dialoge werden einfach abgebrochen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Dialoge wir schon verpasst haben, weil das Wine of the Sea Chapel hier einfach alles blockiert. Das ist einfach ärgerlich. Scheinbar sagt sie, ich muss nachdenken über die ganzen Sachen. Aber nicht hier, ich muss mir eine Burg zurückziehen, da steht mein gemütlicher Sessel. Sofort. Oh, das ist ärgerlich. Ei. Sofort. Nun, es stand, dass die Karte mit der History Edition kompatibel ist. Vielleicht ist die History Edition schuld. Vielleicht ist aber auch wirklich das Neuladen schuld. Schon unterwegs. Aber genau, alles was sie sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass das Spiel nicht ganz darauf klarkommt, dass wir einen anderen Helden haben und die Botschaften und die Nachrichten irgendwie nicht richtig durchkommen. Jetzt müssen wir noch zusätzlich puzzeln, was sie am Sagen ist. Das ist ja fürchterlich. Okay, wir kommen nicht mehr an Wolle und an Honig. Das ist fürchterlich. Hi. Aber warum nicht? Haben wir wirklich. Wir haben auch nicht mal einen wirklich Überschuss an Sachen. Die Leute arbeiten hier auf jeden Fall. Wir haben Zugriff auf ihren Brunnen direkt hier. Milch geht zum Beispiel nicht aus. Wie viele Weber haben wir gebaut? Zwei. Und ein Bandermacher und ein Theater. Das können sich vielleicht anstauen, wenn das Theater aufhört zu produzieren. Na gut, der Ruf unser Schiff ist trotzdem hoch. Aber Honig fehlt. Wolle fehlt. Besorgniserregend. Schon unterwegs. Ei. Verstanden. Ich hätte gerne gewusst, was sie zum Obdachlosenheim gesagt hätte. Aber das können wir nicht sehen. Es könnten möglicherweise wichtige Informationen entgehen, die... Wir haben nur einen Gerber, nicht wahr? Sekunde, unsere Kleidung. Wir haben Kleidungsmangel. Wir müssen da kurz mal was gegen tun. Es tut mir leid. Aber so viele Truppen werden wir nicht in Reserve brauchen. Es gibt zwei Dinge, die wir jetzt tun werden. Wir setzen uns einen Gerber hin und einen neuen... Komm schon, komm zurück. Hier kommt ein Gerber hin. Und wir setzen uns trotzdem noch eine weitere Schaffarm auf. Oder zumindest eine weitere Schafweide. Das ist für Kühe. Brunnen nach hier hin. Okay. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Gehen wir in unseren gemütlichen Nachdenkersessel. Dieses Buch ist alles, was der Mann hinterlassen hat. Ich werde es mit dem gebührenden Respekt behandeln, das es verdient. Hoffentlich finde ich hier drin die Antwort. Ah, okay. Wir haben also im Obdachlosenheim ein Buch von dem Kurier vom fahlen Reiter gefunden. Und das lesen wir hier. Ich möchte angemerkt haben, dass diese Art und Weise, hier Dialoge durchzuführen, wie wir sie hier in der Total-Angel-Karte haben, mit den Dialogfenstern, deutlich besser ist als die reguläre Art und Weise mit den Gesichtsfenstern, weil sie ordentlicher ist. Nachrichten überrennen sich nicht gegenseitig und sowas, wie wir gerade als Bug haben, passiert nicht. Deswegen nochmal zusätzliche Wertschätzung hierfür. Ich schlage das Tagebuch auf und beginne zu lesen. 1. August. Liebes Tagebuch, heute ist meine Prüfung. Ich bin schon total aufgeregt.
Endlich kann ich ein Soldat der Stadtwache werden und die Bürger beschützen. Ich habe die letzten Tage und Wochen fleißig gelernt und freue mich schon auf meine Vereidigung. Ich habe ein gutes Gefühl auch für die Prüfung. 5. August. Liebes Tagebuch, das Warten macht mich fertig. Wann werde ich endlich eine Rückmeldung erhalten? Das kann nicht so lange dauern. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als endlich ein Wächter zu werden. 9. August. Liebes Tagebuch, heute ist endlich die Rückmeldung gekommen. Ich habe leider nicht bestanden. Was soll ich jetzt nur tun? All mein Gold ist für die Ausbildung draufgegangen. Es gibt noch weitere Einträge auf der nächsten Seite. Ihr blättert die Seite um und setzt das Lesen fort. 24. August. Liebes Tagebuch, heute hat man mich aus dem Gasthof hinausgeworfen, weil ich nicht mehr zahlen kann. Ich bin vollkommen blank und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich werde wohl ins Obdachlosen einziehen müssen. 3. September. Liebes Tagebuch, es ist einfach schrecklich. Ich bin arm und bin von Armut umgeben. Ich muss unbedingt zu Geld kommen. Nur wie? Wer würde mir Arbeit geben? Vielleicht sollte ich es im Hafen versuchen. 12. November. Liebes Tagebuch, nachdem ich lange versucht habe, meine Arbeit zu finden, ist der Kommandant der Stadtwache auf mich zugekommen. Er sagte, dass ich doch noch ein Wächter werden kann. Ich müsse ihm dazu nur lediglich einen kleinen Gefallen tun. Alles, was ich zu tun hätte, wäre, dem Boten für einige seiner Briefe zu spielen. Es hört sich nach einer einfachen Aufgabe an, meine Chance wieder hochzukommen. Der Kommandant der Stadtwache also. Es gibt noch weitere Einträge auf der nächsten Seite. 15. November. Liebes Tagebuch, heute habe ich den ersten Brief zugestellt. Der Kommandant war sehr zufrieden mit mir. Er sagte, es werden noch ein paar Briefe folgen. Man darf also gespannt sein. Aber warum sollte der Kommandant versuchen, leer zu räumen? Interessant. Wusste der Kommandant vielleicht nicht, was in den Briefen stand? Ich bin mir bei dem Kommandanten noch nicht ganz sicher, aber er könnte es wirklich sein an dem Punkt. 17. November. Liebes Tagebuch, ich habe einen weiteren Brief zugestellt. Ich fühle es, bald werde ich Wächter sein. 23. November. Liebes Tagebuch, es hat ein paar schreckliche tödliche Unfälle in der Stadt gegeben. Betroffen sind ausgerechnet jene, denen ich die Briefe zugestellt habe. Was hat das zu bedeuten? Datum unleserlich. Liebes Tagebuch, ich habe einen weiteren Brief übermittelt. Es gibt noch weitere Einträge. Datum unleserlich. Liebes Tagebuch, der Mann ist tot. Alle, denen ich die Post bringe, sterben. Was zum... Liebes Tagebuch, der Kommandant kam zu mir. Ich wollte ihn fragen, warum die Leute sterben. Hab mich aber nicht getraut. Ein letzter Brief. Alles wird sich aufklären. Hoffentlich. Hier enden die Einträge. Es sieht so aus, als habe der Kommandant der Stadtwache den Mann eines Postboten missbraucht. Als sei der Kommandant in Wahrheit selbst der Fahlerreiter. Eure Erkenntnisse deuten darauf hin, dass niemand anderer als der Kommandant der Stadtwache hinter den Morden steckt. Vermutlich war der Kopf des kriminellen Quartetts, das mit Menschen, Drogen und Waffen gehandelt hat. Beschließt, ihm ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Also doch der Kommandant. Interessant. So war das also. Das ist ja wirklich ein perfider Plan. Doch nun habe ich die Beweise, die ich brauche, um Jasper Doublecorn Ketten legen zu lassen. Er wird sich für seine kriminellen Machenschaften verantworten müssen. Aber wofür dann die Nachrufe? Interessant. Um eine falsche Fährte zu locken? Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Falsche Fährte ist möglich. Der Kommandant übermittelt auf jeden Fall die Briefe. Ich muss den Sheriff meine Erkenntnisse mitteilen, damit er Jasper Doublecorn aus dem Verkehr ziehen kann. Der müsste sowieso schon lange aus dem Verkehr sein, wenn wir bedenken, dass er wortwörtlich in allem involviert ist. Oh. Oh, das ist nicht gut. Hey. Wir sollten einfach schon mal eine Armee zusammenstellen. Ich weiß nicht, wo wir angegriffen werden, aber wir brauchen einfach schon mal Truppen. Jawohl. Aber es sind Belagerungswaffen involviert. Dementsprechend werde ich automatisch vorsichtig. Jawohl. Wie ihr wünscht. Wo ist der Sheriff? Der Sheriff ist weg. Schwärzt die Kommandanten beim Sheriff an. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wir können da nicht rein. Ei. Ist das unbekannt für uns geworden? Tatsache. Sheriff Cartwright. Unbekannt. Der Sheriff ist nicht mehr in der Stadt. Der wurde rausgetrieben, wie es aussieht. Wo ist er? Ist er beim Obdachlosenheim gelandet?
Oh, da ist er bei uns in der Stadt. Alles klar. Das ist nicht gut. Wo ist der Sheriff? Ah, wir können nicht rein, okay. Jawohl. Oh, wir werden direkt angegriffen. Schon unterwegs. Verstehe. Wie ihr wünscht. Ah, verdammt. Das Nachrichtenfilm treibt mich in den Irrsinn. Der Sheriff wurde offenbar gefangen genommen. Wir haben nicht viel Zeit, um einen Plan zu schmieden, den Sheriff aus den Händen von Jasper Doublecorn zu befreien. Ich muss mich beeilen und eine Lösung finden. Auf der Stelle, auf dem Weg. Da haben wir unsere Lösung, ein Dieb. Aber nicht über diesen Weg. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Hey. Auf dem Weg. Auf dem Weg. So gut wie erledigt. Auf der Stelle. So wahrscheinlich hat der Sheriff einfach gerade gestanden. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es gerne wissen, aber... Wie ihr befehlt. An diese Informationen kommen wir nicht. So, reguläre Geschwindigkeit. Ich muss die feindlichen Truppen sehen. Natürlich. Natürlich. Der Kastellan könnte den Dieb entdecken. Natürlich. Wie ihr wünscht. Der wird den Dieb entdecken. Wie ihr wünscht. Ja. Natürlich. Was ist in die Burg? Infiltriert die Burg mit einem Dieb und rettet den Sheriff. Natürlich. Wir müssen über den Marktplatz gehen. Da habe ich bisher keine Patrouillen langlatschen sehen. Wie ihr wünscht. Ein bisschen mehr Party, die Stadt ein bisschen effektiv zu halten. Ach, Dieb. Auf der Stelle. Oh, es gibt doch Patrouillen auf dem Marktplatz. Wie ihr wünscht. Lass die vorbeiziehen. Auf der Stelle. Wie ihr befehlt. Schnell speichern. Und ich glaube, macht mir schon mal einen Rambock. Rambock und zwei Katapulte. Verstanden. Wie ihr wünscht. Sofort. Natürlich. Die Bogenschützen gehen nicht da lang. Perfekt. Auf dem Weg. Natürlich. Nein, 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 nicht da gegen die Burg. Jetzt ist deine einzige Zeit. Dieb ist drin. Sehr gut. Nachdem der Dieb erfolgreich in die Burg eingedrungen war, gelang es ihm, Sheriff Benjamin Cartwright zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Nun beratschlagen der Sheriff und Agatha Marple, wie sie mit der neuen Bedrohung umgehen sollen. Hab Dank für meine Rettung. Ich will nicht glauben, dass mein bester Mann ein Verräter ist. Wie kann es nur sein, in meiner schönen Stadt? Glücklicherweise war ich in der Lage, euch zu retten. Jasper Doublecorn hat sich mit Aufständischen eingelassen und ein kriminelles Netzwerk errichtet, um ihre Machenschaften zu unterstützen. Aber wofür dann die Briefe? Wer hätte ahnen können, welcher Gesinnung der Mann ist? Nun, wir hatten schon die Vermutung, dass er Problem wäre, aber nicht, dass er der Mörder war, dachten wir uns. Interessant. Jetzt sitzt er in meiner Stadt wie eine Zecke und freut sich, dass sein Plan aufgegangen ist. Ich bitte euch, ihr müsst meine schöne Stadt von diesem Mann retten. Ich werde mein Bestes geben, seinem Treiben am Ende zu setzen. Eine kleine Anerkennung, vielleicht ein neuer Titel wäre... Es lebt wieder alles! Kraft meines neuen Titels werde ich eure Feinde vernichten, wo immer sie sich verkriechen mögen. Es lebt wieder alles! Es funktioniert plötzlich wieder! Ihr habt mit dem Kommandanten der Stadtwache gesprochen, er will euch erlauben, die Angehörigen zu befragen, wenn er etwas mehr Ansehen, zu etwas mehr Anliegen gesandt hat. Es lebt wieder alles! Valerica Lloyd wird nur mit mir sprechen, genau. Dieses Tagebuch hat dem Opfer gehört. Ich werde es genauer studieren. Das Tor ist verschlossen. Was hat das zu bedeuten? Ihr habt wohl gedacht, das merke ich, dass hier gespielt wird. Ich habe euch geschaut, Fräulein Kriminaltorin. Jetzt lauft mal schnell, dass ihr davon kommt. Sehe ich einen Soldaten, stirbt der Sheriff. Oh. Gut, dass nun, dass der Sheriff in Sicherheit ist, muss ich mich nicht mehr zurückhalten. Ich werde Jasper Doublecorn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen. Es hat sich erholt! Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Es lebt wieder alles! Ich weiß nicht, wie es wieder alles lebt, aber... Ist erschöpft. Fresh. Ich werde angegriffen. Nein, wirst du nicht.
Verstanden. Jawohl. Unser Dieb schon unterwegs. Obwohl er tatsächlich. Das Lagerhaus ist voll. Die Grünen machen allerdings gar nichts. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und vor allen Dingen das Schlagtrupp des Verräters. Fehlt es an Stein. Ist schon direkt sofort. Die Siegbedingung. Interessant. Schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen.